Insoweit Ihr Wort in Zukunft weiter an Gewicht gewinnt und noch einmal etwas mehr gelten wird, geht hiermit auch ein Mehr an Verantwortung einher. Und zwar Verantwortung bei weitem nicht nur für Strukturen, Abläufe und Ergebnisse der Geschäftstätigkeit, sondern Verantwortung vor allem für das Wohlergehen von Menschen, die Sie führen werden, und für das Wohlergehen von Menschen, die Produkte und Dienstleistungen, die Sie verantworten oder mitverantworten, konsumieren und nutzen. Dinge, die Sie tun und Dinge, die Sie nicht tun, werden die Welt jeden Tag etwas besser oder auch etwas schlechter machen, wie auch immer Sie dies für sich genau definieren. Heute möchte ich Ihnen insbesondere mit auf den Weg geben, dass Sie Klarheit dazu haben sollten, was für Sie eine bessere und was für Sie eine schlechtere Welt ist. Und was Sie diesbezüglich zu tun gedenken, im Kleinen wie im Großen. Offene Inhalte im World Wide Web ermöglichen es Ihnen, im Umgang mit diesen Inhalten Ihre Fernlernerfahrung zu nutzen. Tun Sie dies auch. Über den Sinn von Informationen entscheiden Sie beispielsweise ausgehend auch von Ihren Zielen, die ich gerade schon angesprochen habe. Sie wissen heute zu einer ganzen Spannbreite an Themen vieles dazu, was Sinn macht.